ein herzlich willkommen mit mir. Hier, der Stefan. Laufen schon die Schweißperlen runter. Fangen an zu schwitzen. Es ist unfassbar warm draußen. Die Seuche bricht aus. Die Seuche nennt man... Frage. Ah. Ja. Z. 7. Oh. Und warum genau dieses rechts ist ein Bild namens Assassin's Creed Syndicate. Links ist ein Bild Ryzen 2. Liebe das Game. Rechts Assassin's Creed Syndicate ist jetzt nicht so für mich, aber dafür alle anderen Games von der Reihe. Fett wegen Zombie und meine Lieblingszahl ist die 7. Seuche. In die Welt. Bekommen. Hey. Startgebiet natürlich Deutschland. Oh, ist das laut. Italien? Nein. Da fängt es an. In Deutschland. Ja. ARZ7 befällt Deutschland. Hat die ersten Menschen infiziert. Status schwach und andere niedrige Temperaturen gewöhnt. Bis DNS Punkten weiterzuentwickeln, um mehr Menschen zu infizieren. Genau. Bakterien. Symptome. Wir das schaffen. Westafrika. Britannien boomt. Ha! Die ersten Menschen sind infiziert. Wollen wir die jetzt auch spritzen? Jede Spritzenanlagen werden wir jetzt erstmal kontaminieren. Wurde erfolgreich weiterentwickelt. Du hast die Krankheit der DNS-Punkte weiterentwickelt. Weitere Optionen sind aufrufbar. Sehr gut. Sylt ist schon mal weg. Berlin wird gerade angegriffen. Oh, Bayern. Bayern ist auch gerade dran. Oh, es geht weiter. Gelächter. Gelächter. Ja, vermehren sie über entwickeln. Nein. Die Flugzeuge fliegen. Sie wollen alle raus aus Deutschland. Alle in Italien. Alle. Nach Norwegen, keine Ahnung wo. Aber alle wollen irgendwie nach Deutschland und Deutschland hinaus. Sie denken noch, dass das eine normale Krankheit ist. Und nach wird Deutschland aufgefressen von der Krankheit. ARZ7 beginnt sich auszubreiten. Berlin wurde aufgefressen. Oh. Die ersten Leute in Bayern wurden jetzt auch infiziert. Raumfähre Atlantis soll versteigert werden. Okay. Viele wollen aber trotz allem noch nach Deutschland. Schlafstörungen, Symptome mutiert. Wir verbreiten es nun übers Trinkwasser. Symptome, Übersicht.
Die Symptome ziehen weiter. Die werden immer schneller, bis es ganz Deutschland aufgefressen hat. Symptome. Bei DNA. Deutschland wird immer mehr dazu gefressen. Stimmt hier, früher Brexit. Ja, reeller Grund. Naja, das war doch klar. Informationen über Länder. 100 in Deutschland Infizierte. Was die Chance vergrößert, dass die infizierten Personen gesund infiziert entwickelten. Deine Krankheit weiter. Sehen wir denn jetzt Übertragung übers Wasser? Haben wir schon Fähigkeiten über Haut und Blasen? Deutschland immer noch als kleines Land da aufgezeichnet. Aber merkwürdigerweise zieht sich das alles irgendwie noch nach Norden. Deutsche infiziert, die Menschen erkranken immer schneller. Flüssigkeitsverlust. Norwegen wurde infiziert, deine Krankheit ist auf einem besten Weg zu einer Seuche zu werden. Wenn ein neues Land infiziert, ist zerplatzt die rote Blase. Und es wird Norwegen infizieren. Und Polen! Und mehr DNS-Punkte in Finnland. Und Russland? Aber 100 Punkte. Russland wird merkwürdigerweise gerade auch infizieren. Sehr geil finden. Aber wir müssen aufpassen, sonst geht noch Putin aus der Brexit. Das hat keinen Sinn gemacht. Ich weiß. Die Organe versagen. Aber natürlich ist in Deutschland die Seuche ausgebrochen. Die geht immer weiter. Tuberkulose. Uiuiui, da geht ins nächste Land was. Wusste es. Tote noch null. Wir machen mal. Erreger befällt die Organe. Lunge. Erster Todesfall. 6 Menschen sind schon tot. Jawoll! Pech oder Anfang von einer Schrecken. Schrecklichen Katastrophe. Menschen der Welt infiziert gegen HIV, eine extrem ansteckende Krankheit. Ja! Es wurde, wie es aussieht, in Deutschland nun jetzt die Flughäfen geschlossen. Jetzt werde ich, jetzt geht's weiter. Russland wird immer größer infiziert. Russland ist vorbei. Russland ist raus. Beobachtungsliste gesetzt. Russland ist raus. Es ist infiziert worden. Über die Luft. Hat die entzündlichen Symptome der DNS-Punkte mutiert. Sehr gut. Russland wurde komplett infiziert. Tote schon 579.000. Es wird immer mehr. Die Seuche bricht aus. Deutschland. Also man hat schon nicht mal mehr eine Chance, da jetzt noch irgendwas zu bekommen.
Symptome, Fähigkeiten zu entwickeln. Die Menschen werden immer kränker. Prozent schon. Rätsel bei Olympischen Spielen in Rio. Frankreich bei Hilfsmittel der Forschung. Oh nein, heute mal nicht. Nein, 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 nein. Entwickeln. Hallo, entwickeln sage ich. Okay, nächstes wird dieses sein. 30 DNS-Punkte brauchen wir. Nächste Länder werden infiziert. Wir werden alles auf Deutsch, auf der Welt vernichten. Nun können wir die unbesiegbare Krankheit triumphieren lassen. Mhm, okay. Es wird immer langsamer. Die Krankheit wird aber immer größer. Es sind nur noch 5 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Aber nichts und niemand. Neue Statistiken zeigen ARZ7 mehr als 75 Millionen Menschen weltweit dahin. Kraft hat schlimmer als die Pest. Und um nicht zu verpassen, kommentieren, liken und abonnieren. In der nächsten Folge geht's weiter. Woohoo! Und ein herzlich willkommen. Mehr Tote als durch die Pest. Wir vernichten aber nur zufällig die ganze Menschheit. 50% schon geschafft. Jetzt nochmal alles auf den Markt ballern, was möglich sei. Bluterreger. 51%. Nur noch 6 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Solche wird immer unerträglicher. Immer mehr Leute, 120 Millionen Menschen weltweit dahin. Immer mehr Menschen sterben. Symptome, Tödlichkeit. Ich habe leider keine Möglichkeit und keine Kraft dazu. 6 Milliarden Menschen, 75% schon hergestellt, die ganze Welt ist aber schon infiziert. Leute rasten komplett aus auf den Straßen. Aber wir entwickeln weiter. Wir entwickeln natürlich weiter, 88%. Nur noch 79% Menschen. 64.000 Menschen sind nur noch am Leben. Seuche bricht immer weiter aus. Kaum Menschen noch auf dieser Welt, aber wir entwickeln. Kompletter Burnout, natürlich. 34.000, 26.000. Wir brechen alles auf. 95, 4.000, 3.000. Was können wir noch entwickeln? Was können wir noch entwickeln? Gibt es noch irgendwas, das wir entwickeln könnten? Es ist nichts mehr möglich. 200.000 Menschen. 17, 13, 10. Null Menschen, alle auf der Welt sind tot. Nichts ist mehr möglich. Aber es wollen irgendwie immer noch Leute ins Ausland, auch wenn schon infiziert. Ja, Tode. Da, guckt euch das an. Die letzten Überlebten im Bunker. Keine Chance mehr, meine Freunde. Das nennt man das Ende der Ära der Geschichte der Giganten. Was ich nicht verstehe, warum das Spiel immer noch weitergeht. Wurde ausgerottet. Was? Die Welt hat einen Apokalypse überlebt und ARZ bald ausgerottet. Nachdem fast alle der Kraften werden schwer sein, neue zu.
Optionen. Ja, deswegen. Was? Regierung von Italien wurde gescheitert. Was? Niederlage? Wurde ausgerottet? Wir werden uns in der nächsten Folge nochmal versuchen, um nicht zu verpassen. Kommentieren, liken und abonnieren.